Für Esma steht heute mal Entspannung auf dem Integrationsplan. Mama Ulla hat mal wieder eine Überraschung vorbereitet. Diesmal geht es zum Stylisten. Was soll ich denn bei dir machen? Ja, auch verändern, aber halt Gesicht, Make-up. Okay, dürfen wir mit den Haaren nichts machen? Nein, ich darf die Haare nicht aufmachen. Was ich anbieten könnte, wäre, dass meine Kollegin das macht und wir machen das hinten im Aufenthaltsraum. Das wäre ein abgetrennter Bereich und da kommt auch keiner rein, versprochen. Ja, natürlich. Also, ich habe nichts dagegen. Und so wird die junge Türkin in ihre persönlichen Friseurgemächer geführt und Mama Ulla wittert ihre Chance, doch noch einen Blick auf Esmas Haare zu erhaschen. Ich kenne sie ja jetzt auch nur mit dem Kopftuch und da bin ich wirklich gespannt. Das Kamerateam muss aber trotz allem draußen bleiben. Dafür darf Mama Ulla endlich ihre Neugier stillen. Gut siehst du aus. Gell, du auch. Cool, ja, siehst du aus. Schöne Haare hast du. Dankeschön. Und das versteckst du. Ja. Ja, aber sieht gut aus. Sie sieht total anders aus. Jetzt die Haare schön gemacht und ganz anderer Mensch. Noch ein paar gekonnte Pinselstriche und beide Frauen erstrahlen in neuem Glanz. Vor allem Tauschmama Ulla ist kaum wieder zu erkennen. So, Ulla, fertig sind wir. Wow. Nee, echt jetzt. Richtig toll. Ungewohnt, ne? Ja, aber richtig schön. Ich finde Ulla ihre Wandlung super toll. Also sie sieht super gut aus und ihre Haarfarbe, das steht ihr jetzt total gut. Ja, ja, beim Thema Styling, Schminke und Co. sind alle Frauen gleich. Egal ob Türkin oder Deutsche. Zumindest auf diesem Gebiet sind alle schon voll integriert.